Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu LEGO Jurassic World hier auf Red Second TV, hier am Sonntag mit dem nächsten Part. Es geht weiter in der Story und wir sind hier im Schalterraum weiterhin. Und dort müssen wir jetzt hier noch einiges tun. Nämlich hier hinten runtergehen. Schauen wir mal, wo das hingeht. Ich bin gespannt. Ja, hier runter in den Generalraum, sage ich jetzt mal. Mit... Ach nein! Ich will nicht hoch. So, jetzt nochmal aufs Neue. Jawohl. Das hier können wir erstmal nicht tun. Dazu brauchen wir diese Lampe hier. Oder, ja, Lampe ist es nicht. Plutonium, irgend so ein Scheiß. Ne, es war eine Sicherung. Damit ist der Strom wieder da. Und der nächste Kontrollraum. Läuft wieder. Bevor ich da jetzt aber hochgehe, schaue ich erstmal hier noch weiter. Ist ja ein riesen Raum, ey. Und langsam füllt sich das Portemonnaie wieder. Jawohl. Sieht gut aus, diesmal mit dem Balken oben. Das letzte Mal haben wir es ja nicht geschafft. Schauen wir mal. Gehen wir wieder hoch. Oder krabbeln mal wieder hoch. Und dann probieren wir es. Das ist ein Unix-System. Damit kenne ich mich aus. Das sind alle Dateien des gesamten Parks. Es zeigt einem alles an. Ich muss nur die richtige Datei finden. So, was kriegen wir jetzt zum Sehen? Erstmal nichts. Ja, es sind kleine Rätsel jetzt jedes Mal. Ich glaube, ich hab's. Es müsste die richtige Datei sein. Nein, Fehlanzeige. Schon etwas kniffliger, aber das sollte ja kein Problem sein für jeden, der ein kleines Hirn hat. Ja, sagt der Richtige. Wo ist der? Scheiße, ist jetzt das der Fehler gewesen oder? Ich glaube andersrum, oder? Jetzt mach ich wieder falsch. Herrlich, ja, wir haben's. Geil. Was funktioniert? Die Telefone, Sicherheitssysteme, eigentlich alles, was sie wollen. Ja, hier klingelt ein Telefon. Brand? Mr. Hammond, die Telefone funktionieren. Geht es den Kindern gut? Großvater! Rufen Sie das Festland an. Die sollen sofort die Hubschrauber hier schicken. Ich
Er kommt durch die Scheibe! Ja gut, es sind natürlich nicht viele Möglichkeiten jetzt, die wir jetzt hier haben. Außer hier ein Spielzeug zu bauen. Was ergibt es jetzt? Was? Los! Bewegung! Wo kommt denn jetzt ein Schwein her? Das ist ja unglaublich. Ja, ist anscheinend noch nicht vorbei, dieses Level. Der Schriftzug passt ja wie angegossen. Ja, wir haben es gleich mit dem vollen Dings. Hauptsache nicht auf den Dinosaurier. Hier haben wir erstmal alles, wie es so aussieht. Der kommt da Gott sei Dank nicht raus. Und dort muss, denke ich mal, sie machen. Die gießt was mitten im Haus. Klar doch. Der kommt da rein. Der doch da hinten raus. Ja, anscheinend ist der andere jetzt festgemacht. Oder irgend sowas. Ja, wir haben's mal wieder geschafft. Damit bauen wir jetzt was zusammen. Sieht aus wie eine Brücke. Und damit können alle rüberkommen. Nein, ich brauche ehrlich gesagt sie hier. Und die muss das jetzt hier gießen. Was kommt jetzt? Einfach nur eine Blume. Mei, ist die dämlich. Es ist anscheinend noch nicht vorbei. Freunde sind aber gar keine, alles eher Feinde. Ja gut.
Was können wir hier tun? Hat ja anscheinend nicht viel gebracht. Gibt hier alles nur Gold und sonst noch was? Also Geld und so Zeug. Schau mal, was jetzt passiert. Ja, knallt ihn voll auf den Schädel. Und damit kommt es wieder zum Kampf gleich. Jetzt dürfen wir wieder ein Dinosaurier spielen. Damit, denke ich mal, ist er besiegt. Und jetzt knallt ihn wieder voll auf den Schädel. Wir müssen es eigentlich bald haben. Nach dem dritten Mal ist es meistens kaputt. Ja, genau! So muss das Haustier wieder mal nicht schlecht sein. Ja? Mahlzeit. Ja, Level abgeschlossen. Gibt ein paar neue Münzen und ganz besonders haben wir den Balken wieder frei bekommen. Genauso wie kein Minikit und Alan Grant Überlebender freigeschaltet. Ali Sattler Überlebende. Lan McCown Überlebende. Sean Hammond, Überlebender, ja, Überlebender, hin oder her. Lex Murphy, Überlebende. Und Tim Murphy, Überlebender. Genauso wie Dennis Nedry, Costa Rica. Und das war's erstmal. Autos, Helfer, Überrollkäfig, Jurassic Park. Ja, und das hier haben wir nicht bekommen. Zwei Steine gehen aufs Konto von Überlebender und das Level. Und dann, ja, machen wir noch kurz hier weiter. Geht ja wahrscheinlich hier bis in den Park zurück. No!
Ja, scheint so zu sein, als wäre das die Story gewesen. Kann das sein? Aha. Das ist die komplette Story. Wenn das so war, ging sie ganz schön schnell. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Ja, auf jeden Fall läuft jetzt erstmal hier der Abspann durch. Sollen ja auch gewürdigt werden in dem Let's Play hier. Die Spieleentwickler haben das ja nicht so zum Spaß gemacht. Sondern wollen damit auch Geld verdienen. Da kommt schon ein Haufen Geld rein. Naja, wir überspringen mal. 11,3% haben wir schon abgeschlossen. Und somit denke ich mal, geht's zurück zum Park. Oder ja, zum Zwischenstopp davor, halt, was es halt ist. Jawohl. Hier sind wir wieder und ich beende jetzt erstmal den Part. Dann geht's da weiter. Wenn wir da reingehen. Also, das war, denke ich mal, erst Teil 1 und so. Und Teil 2 von der Story und so kommt, wenn wir da reinsteigen, denke ich mal. Ich sag erstmal bis dahin, danke fürs Zuschauen. Das war's von mir jetzt erstmal. Und nächsten Sonntag geht's weiter mit dem nächsten Part hier bei Jurassic World. Bei Lego Jurassic World. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis nächsten Sonntag. Ciao.